Heute beschäftigen wir uns mit den übrigen Kapiteln des Abschnitts lineare Modelle. Ich gebe nochmal einen kurzen Recap zur logistischen Regression und was dort die Grundlage war. Und dann steigen wir direkt ein in die Details der Regression auf Basis von Lossfunktionen, dem Phänomen des Overfittings und wie man damit umgeht mit Hilfe der Regularisierung. Und zum Schluss, wenn die Zeit es erlaubt, schauen wir uns noch einmal den Gradientenabstieg im Detail an. Wir schauen weiter auf die binären Klassifikationsprobleme wie beim letzten Mal und haben eine Multimenge von Feature-Vektoren gegeben, zwei Klassen, eine negative und eine positive und eine Menge Daten von n Beispieldaten, bei denen die Beispiele hier in Form von Feature-Vektoren den Klassen zugeordnet sind. Und unser Ziel ist es, wie immer in diesem Fall, die logistische Funktion, aber eine Modellfunktion auf diese Daten zu fitten, um die Daten möglichst gut zu erklären. Wir haben gesehen, dass wenn man die lineare Regression anwendet, man das Problem hat, dass wenn die Daten Outlier enthalten, wie in diesem Beispiel hier zu sehen, die optimale Modellfunktion stark vom bestmöglichen Classifier abweichen kann. Denn hier in diesem Fall macht der Classifier Fehler, dadurch, dass die Entscheidungsregel sich durch den Ausreißer sehr stark nach rechts verschiebt. Also das heißt, der Diskriminationspunkt hier im Eindimensionalen. Und um diesen Fall zu reparieren, möchten wir die Werte der Modellfunktion beschränken, möglichst im Intervall der beiden Klassen, die wir betrachten. Dafür wählen wir die sogenannte Sigmoid-Funktion oder die logistische Funktion. Sie ist in diesem Intervall zwischen 0 und 1 in dem Fall, also sie ist beschränkt nach unten wie nach oben, erreicht auch diese Werte niemals. Und alles, was wir tun, ist, wir nehmen einfach die lineare Modellfunktion und setzen sie als Parameter z in die Sigmoid-Funktion ein. Wir projizieren dadurch die Modellfunktionswerte der linearen Funktion auf die Sigmoid-Funktion, die hier abgebildet ist, und erreichen so, dass solche Ausreißer keinen großen Einfluss mehr haben. Der Grund, warum sie keinen großen Einfluss mehr haben können, ist der, dass die Abstände zur Modellfunktion, wenn der Ausreißer sich weit hier hinten befindet, eher kleiner als größer werden. Das heißt, der einzig entscheidende Punkt, der optimiert wird von der Sigmoid-Funktion, ist wirklich die Grenze zu finden, möglichst gut zwischen, hier in dem Fall, der negativen und der positiven Klasse, um den Fehler zu minimieren. Wir nehmen einfach mal an, weil die Fläche unter der Sigmoid-Funktion 1 ist, dass es die Werte, die Sigmoid-Funktion berechnet, auch als Wahrscheinlichkeit zu interpretieren sind, als Wahrscheinlichkeit dafür, dass der eingegebene Feature-Vektor die Klasse 1 hat. Der Verlauf der Funktion ist eine Entscheidung, eine Annahme. Natürlich kann man sich andere Verläufe vorstellen und je nachdem, wie Sie die Funktion parametrisieren, wird sie auch leicht anders aussehen, aber sie wird immer diese Charakteristik aufweisen. Insbesondere, dass die Wahrscheinlichkeit des Übergangs von der negativen zur positiven Klasse linear steigt in diesem Bereich hier. Das ist eine Annahme. Wenn die Annahme in Ihrem Fall, in Ihrem konkreten Lernfall nicht zutrifft, dann müsste man hier tatsächlich eine andere Funktion wählen, so es sie denn gibt. Oder den Fehler akzeptieren. Wir können also davon sagen, wenn eine logistische Funktion einen Modellfunktionswert ausgibt, der hier 0,67 ist, dass wir eine 67-prozentige Chance oder eine Wahrscheinlichkeit von 0,67 haben, dass es sich dabei um Spam handelt. Die Gegenwahrscheinlichkeit wird einfach von 1 abgezogen, wie üblich. Die Entscheidung, die wir hier zu treffen haben, ist, ob es sich um eine positive oder eine negative Klasse handelt. Und anders als bei der linearen Funktion wählen wir nicht den Nullpunkt der Funktion, sondern wir wählen den Punkt, bei dem die Funktion 0,5 wird, einfach weil die Funktion zwischen 0 und 1 beschränkt ist. Das gilt aber nur für die Sigmoid-Funktion.
Wir können die Entscheidung, nachdem die Parameter optimiert wurden, für die Sigmoid, auf Basis der kombinierten linearen Funktion und Sigmoid-Funktion auch einfach diese Entscheidungsregel hier anwenden. Das heißt, wir müssen die teure Sigmoid-Funktion mit der Berechnung der E-Funktion nicht jedes Mal ausrechnen. Um die Parameter zu optimieren, maximieren wir anhand des Parametervektors, der verschiedenen Parametervektoren, die uns zur Verfügung stehen, im Hypothesenraum R hoch P plus 1, die Wahrscheinlichkeit dafür für die Daten. So könnte man es ausdrücken, wenn man die Ausgabe der Modellfunktion als Wahrscheinlichkeit interpretiert. Man kann daraus herleiten eine Loss-Funktion, die L-Sigma-Funktion oder die logistische Funktion. Die Herleitung finden Sie auf den Bemerkungsfolien. Und wir wollen die Wahrscheinlichkeit maximieren, aber die Loss-Funktion minimieren. Die Loss-Funktion, nochmal zur Erinnerung, zeigt den Verlust an. Das heißt, die Fehler, die die Modellfunktion macht, werden quantifiziert. Ich zeige die logistische Loss-Funktion noch einmal. Die ist hier zu sehen, hier für den punktweisen Fall, beziehungsweise in Summe für jeden einzelnen Gewichtsvektor ergibt sich daraus die globale Loss-Funktion. Wie gesagt, wir kommen darauf jetzt noch. Das Ganze können wir auch in zwei- oder mehrdimensionalen Fall machen, mit den analogen Eigenschaften für die Sigmoid-Funktion und eben dementsprechend einer höherdimensionalen Diskriminationshyperebene und einer gleichen Entscheidungsregel. Die Projektion in den Input-Raum ergibt genau wie vorher bei der linearen Regression wieder eine Gerade, die zu hier in dem Fall perfekt die negative von der positiven Klasse trennt. Wir haben außerdem den Batch Gradient Descent Algorithmus gesehen, der anhand der logistischen Funktion die Optimierung der Verlustfunktion vornimmt. Also die logistische Funktion ist die hergeleitete logistische Funktion ist die Verlustfunktion und das geschieht so, dass wir in jedem Schleifendurchlauf der äußeren Schleife hier einmal durch sämtliche Beispiele iterieren, um den punktweisen Loss auszurechnen, den wir hier gesehen haben. Ich gehe nochmal dahin. Diese Loss-Funktion hier. Zurück. Und daraus wählen wir dann die Summe und der summierte Delta-Gewichtsvektor wird anschließend auf den aktuellen Gewichtsvektor addiert. Auf diese Weise haben wir den globalen Verlust ausgerechnet über alle Beispiele und können hier den bestmöglichen, das heißt den steilsten Gradienten verfolgen zum globalen Minimum. Das Ganze wird so lange wiederholt, bis ein Konvergenzkriterium erfüllt ist. Der Lernschritt ist, wie zuvor schon gesehen, die Evaluation der Modellfunktion, die Kalkulation des Fehlers, hier in dem Fall des Residuums, das heißt der Abweichung von den Modellfunktionswerten der einzelnen Beispiele und dann die Berechnung der Ableitung der Verlustfunktion, ihre Summierung für die gesamten Beispiele in D und anschließend das Update des Parametervektors, um einen Gradientenschritt nach unten zu gehen. Wir schauen uns das Ganze gleich nochmal im Detail an. Daraus ergibt sich nun der Stack von Designentscheidungen, die wir zu treffen haben. Nochmal zur Erinnerung, wir haben eine binäre Klassifikation auf Basis einer gegebenen Datenmenge mit n Beispielen und wir haben als Modellfunktion einen Inner Product Space gewählt und darin die logistische Modellfunktion angenommen, die den Hypothesenraum definiert. Das heißt, die Menge der Parameter der möglichen Parametervektoren in R hoch P plus 1 ist unser Hypothesenraum, den wir nach der bestmöglichen, das heißt der Hypothese durchsuchen, die ein Optimierungskriterium minimiert. Und dieses Optimierungskriterium ist der logistische Loss. Hier gibt es noch keine Regularisierung, die kommt gleich.
Und als Optimierungsverfahren haben Sie gerade noch mal schnell den Batch Gradient Descent Algorithmus gesehen. Das Ganze als Schnelldurchlauf noch mal die logistische Regression. Die Idee also ist, die Kernidee ist, wir wollen, dass die linearen Modelle etwas robuster machen gegenüber Ausreißern. Wir haben jetzt immer wieder verschiedene Optimierungsobjectives gesehen. Das ist die RSS-Funktion, jetzt die logistische Loss-Funktion hergeleitet, auch wenn nicht im Detail für Sie hier, das ist hier nicht nötig. Nehmen Sie die Formel einfach im Ergebnis, so wie sie dort steht. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass Sie das Konzept einer Loss-Funktion noch einmal im Detail nachvollziehen. Das ist also dieser Schritt des Machine Learning Stacks. Welche Loss-Funktion soll angewendet werden? Und es gibt nicht nur eine. Wir haben den quadratischen Loss schon gesehen, die haben wir bei der linearen Regression gesehen, die Residual Sum of Squares, den logistischen Loss bei der logistischen Regression. Es gibt noch den 0-1-Loss, der im Prinzip den Fehler ausrechnet, der bei anderen Optimierungsverfahren eine Rolle spielt, oder den Hinge-Loss oder noch viele weitere. Der Verlust sagt uns etwas über den Fehler, den wir machen, aus. Und diesen Fehler versuchen wir zu quantifizieren in Form einer Funktion, die wir Verlustfunktion nennen. Es gibt eine globale Funktion, die im Prinzip den Fehler der Modellfunktion für alle unsere Daten ausrechnet. Das wäre hier das große L. Und es gibt wir unterscheiden davon eine Funktion, die den Fehler ausrechnet für ein Beispiel bezüglich einer vorgegebenen Klasse, zum Beispiel der positiven Klasse C gleich 1. Wir können verschiedene Loss-Funktionen für verschiedene Fälle anwenden. Die Regression, das wäre dann hier der quadratische Loss oder der logistische Loss. Bei der Klassifikation würden wir eher den 0-1-Loss heranziehen. Loss-Funktionen drücken, wie gesagt, so etwas wie den Fehler aus, und sie werden demzufolge auch unter anderem eingesetzt, um Evaluierung durchzuführen. Das noch einmal hier zum Update. Loss-Funktionen werden an verschiedenen Stellen in den Algorithmen eingesetzt. Einerseits im Algorithmus selbst, um die Daten zu fitten, und andererseits zur Evaluierung. Genau, habe ich gerade gesagt. Dann schauen wir uns jetzt für die lineare Regression nochmal die Loss-Berechnung im Detail an. Und ich möchte Ihnen das ein bisschen visualisieren, damit Sie eine Vorstellung davon haben, was hier eigentlich optimiert wird. Der punktweise Loss ist hier gegeben als die Funktion klein l für eine Klasse C und den Modellfunktionswert für ein Beispiel x. Zwei Loss-Funktionen seien hier definiert, das ist der 0-1-Loss und der quadratische Loss. Beim 0-1-Loss berechnen wir einfach die Indikatorfunktion, die uns sagt, ob das Vorzeichen des Modellfunktionswerts der Klasse entspricht. Das heißt, wenn wir die Klassen kodieren als c gleich 1 oder c gleich 0, dann schauen wir uns an, oder in dem Fall c gleich 1 oder minus 1 bei der linearen Regression, dann schauen wir uns an, was ist das Vorzeichen der linearen Modellfunktion. Die Indikatorfunktion gibt 0 zurück, wenn die Klasse mit dem Vorzeichen übereinstimmt, das heißt mit der Vorhersage. Wir haben keinen Verlust erlitten, die Vorhersage der Modellfunktion ist korrekt. Ansonsten gibt die 0-1-Loss-Funktion eine 1 zurück. Den quadratischen Loss, das heißt die RSS-Funktion, die haben Sie schon gesehen, hier für ein Beispiel einfach nur die Differenz aus der kodierten Klasse C und dem Modellfunktionswert zum Quadrat. Das heißt die Abweichung vom Modellfunktionswert zum Quadrat. Betrachten wir ein einfaches Beispiel. Hier schon direkt eine gefittete Diskriminationshyperebene projiziert in den Inputraum.
mit zwei Features hier, x1 und x2, negative Beispiele, positive Beispiele. Die Diskriminationshyperebene trennt die Beispiele nahezu perfekt. Nur ein negatives Beispiel landet auf der positiven Seite und ein positives Beispiel auf der negativen Seite. Wir nehmen jetzt eine Projektion dieses Raumes vor oder eine Transformation dieses Raumes und betrachten diesen Raum nochmal auf unterschiedliche Weise. Hier in diesem Plot hier zu sehen. Und zwar wird diese Ansicht hier gekippt um 90 Grad und dann um 45 Grad gedreht. Wir schauen entlang dieser Diskriminationshyperebene hier. Stellen Sie sich diese Linie vor als ein Rohr und Sie schauen durch und das ist genau dieser Punkt hier. Wenn Sie sich das im Mehrdimensionalen vorstellen, dann kann ich Ihnen das hier auch nochmal zeigen. Wir schauen im Prinzip entlang dieser Ebene hier, dieser Gerade hier im dreidimensionalen Fall. Das heißt, die blaue Linie, die wir in dem Plot gesehen haben, ist dieser Teil hier. Wenn wir so auf den Inputraum schauen und uns jetzt hier noch die Y-Achse des vorhergesagten oder der Klasse der Beispiele entsprechend vorstellen, dann sehen wir im Prinzip einfach nur eine Menge von negativen und eine Menge von positiven Beispielen hier, entweder oberhalb der gedachten X-Achse, die einfach nur diesen Querschnittspfeil hier, also entlang der Hyperebene betrachtet, oder halt negative Beispiele hier. Der Diskriminationspunkt hier, und Sie können genau nachvollziehen, dass genau dieses eine Plus hier diesem Plus hier entspricht und dieses eine Minus hier diesem Minus hier. Wenn wir jetzt uns ein Beispiel vorstellen, das quasi von links nach rechts wandert, ein positives Beispiel, also irgendein Beispiel, das wir einfach von hier nach hier wandern lassen, und dann versuchen, den 0,1-Loss zu plotten, dann erhalten wir gemäß dieser X-Achse hier die folgende Stufenfunktion. Solange sich das positive Beispiel links vom Diskriminationspunkt befindet, ist die Lossfunktion 0,1-Lossfunktion 1. Sobald sie den Punkt erreicht, wird sie 0 und bleibt 0. Stellen Sie sich auch diese X-Achse hier sozusagen als Abstand zum Diskriminationspunkt hier vor oder zur Diskriminationsüberebene hier in diesem Plot. Deswegen dieser schwarze Pfeil. Im linearen Fall, nur falls Sie sich wundern, ist es einfach so, dass der Wert hier auf der X-Achse dem Wert auf der Y-Achse quasi entspricht. Das sehen wir gleich, dass es bei der logistischen Funktion nicht der Fall ist. Wir haben ja also diese Verlustfunktion, den 0,1-Loss, der die Güte der Klassifikation des gedachten positiven Beispiels anzeigt. Alle positiven Beispiele links vom Diskriminationspunkt haben einen 1, das heißt, das hier sind alles Fehlerfälle, wenn wir uns vorstellen, und hier haben wir alles richtig gemacht. Schauen wir uns jetzt in der gleichen Ansicht hier den quadratischen Verlust an. Der bildet eine Parabel. Und die Parabel hat den Nullpunkt bei dem Modellfunktionswert wt mal x gleich 1. Das heißt, für dieses Beispiel hier, für dieses positive Beispiel, ist zufällig der Modellfunktionswert genau 1, wie gewünscht, bezüglich der Klassenkodierung. Das heißt, hier nur für dieses Beispiel ist der Abstand nahe 0 oder genau 0 und demzufolge der Fehler 0 beim quadratischen Loss. Für das Beispiel links davon oder rechts davon ist der Abstand größer und demzufolge auch der Fehler größer. Wir können uns das Beispiel hier vorstellen, das ist jetzt dieses Plus hier, das genau 0 hat. Und jetzt nehmen wir das eine rechts davon, das würde hier irgendwo sein und hätte dann einen schon größeren Wert. Wenn wir uns weitere Beispiele hier rechts vorstellen, dann werden die Werte noch größer. Das ist genau das Problem, was wir bei der logistischen Regression mit dem Ausreißer hatten. Durch die parabelförmige Form des quadratischen Fehlers wird jeder Ausreißer massiv von seinem Fehler her
durch die Quadrierung in die Optimierung der Verlustfunktion und damit die Auswahl der Hypothese, das heißt der Parameter für die Modellfunktion, einfließen. Dasselbe gilt natürlich, wenn sich positive Beispiele weit auf der linken Seite befinden. Oder auch negative. Hier betrachten wir nur die positiven Beispiele, deswegen hier C gleich 1. Aber das Ganze ist analog auch für die negative Klasse zu zeigen. Wenn wir die negative Klasse bezüglich des 0-1-Loss betrachten, dann ändert sich, wird das Ganze einfach achsensymmetrisch bezüglich der Y-Achse gespiegelt. Oder bezüglich des, Augenblick, ja, wo wird es gespiegelt? Ja, bezüglich des Nullpunkts hier. Wir haben es nur ein bisschen verschoben nach rechts. Sie sehen also jetzt nochmal bildlich das Problem mit dem quadratischen Loss und der linearen Regression. Gibt es Fragen bis hierhin? War das zu schnell? Können Sie das noch nachvollziehen, diesen Übergang hier, den wir hier machen? Und was wir für Schlussfolgerungen daraus ableiten? Wir sehen hier, dass man zwar durchaus mit Hilfe der Minimierung des quadratischen Fehlers eine gute Hypothese für diese Modellfunktion, für die lineare Modellfunktion erzeugen kann, aber die Voraussetzung ist, dass die Daten wohlgeformt sind, möglichst keine Ausreißer haben, sodass die Durchschnittsbildung unproblematisch ist bezüglich weit entfernter Beispiel. Wenn ein weit entferntes Beispiel da ist, dann gibt es entweder ein Gegengewicht auf der anderen Seite, also das heißt eine Normalverteilung um den Nullpunkt, und ich habe auch genug Beispiele in meinen Daten, um das zu modellieren, sodass tatsächlich auch immer noch die bestmögliche Diskriminationshyperebene hier in der Mitte rauskommt. Oder ich muss damit leben, dass die Modellfunktion genau auf der Grenze viel mehr Fehler macht, als sie müsste. Das ist das Problem der linearen Regression und deswegen wurde ja genau die logistische Regression erfunden. Wir konstruieren dasselbe Beispiel jetzt nochmal für die logistische Funktion. Wieder ausgehend vom punktweisen Loss für die Klasse C und dem Modellfunktionswert eines Beispiels X. Hier schauen wir auf die logistische Funktion. Logistische Modellfunktion, bei der die lineare Funktion eingesetzt ist in die Sigmoidfunktion. Der 0-1-Loss muss für diese Funktion leicht anders definiert werden, denn wir haben hier die Klassen kodiert als 0 und 1 und nicht mehr als minus 1 und 1. Das heißt, die Indikatorfunktion nimmt eine Klasse entgegen, sowie den Modellfunktionswert, der zwischen 0 und 1 liegt, addiert 0,5, nämlich genau den Threshold der Entscheidungsregel und rundet diesen Wert dann ab. Wenn die Modellfunktion einen Wert kleiner 0,5 vorhersagt, dann runde ich auf 0 ab, auf die Klasse 0. Oder wenn die Modellfunktion einen Wert größer 0,5 vorhersagt, dann lande ich bei einem Wert Größe 1 und runde auf 1 ab. Auf diese Weise kann ich weiterhin, genau wie im Beispiel zuvor, die Stufenfunktion konstruieren, die wir eben gesehen haben, die wir jetzt noch einmal sehen. Die logistische Lossfunktion ist hier für ein Beispiel gegeben, die punktweise logistische Lossfunktion. Und hier ist die Formel, die wir zuvor gesehen haben, aufgesplittet in die beiden Fälle c gleich 1 und c gleich 0. Das können Sie jetzt auch nochmal im Beispiel hier sehen. Ich gehe nochmal einen vor. Hier ist das Ganze einfach in einer Zeile geschrieben mit entsprechend minus c und 1 minus c als Gewichte. Nur der Nachvollziehbarkeit halber.
Wir starten mit demselben Ausgangspunkt, demselben Beispiel von vorher, einer Diskriminationshyperebene, die gefittet wurde auf Basis dieser Modellfunktion hier. Und wir projizieren, also das heißt, wir kippen diesen Raum wieder um, drehen ihn um 45 Grad und schauen entlang dieses Diskriminationspunktes, der sich dann hier auf dieser gedachten X-Achse entlang des schwarzen Pfeils ergibt. Analog zu vorher, wir schauen jetzt entlang dieser Ebene, entlang dieses Pfeils hier. Und die Beispiele ergeben dann wieder so kleine Klumpen hier oben und unten bei 0 oder 1. Hier sehen Sie jetzt einen Unterschied zwischen der X-Achse, hier einfach der lineare Funktionswert und der Modellfunktionswert entsprechend dem eingesetzten Wert in der Sigmoidfunktion. Wie gesagt, nur in der linearen Regression ist es zufällig dasselbe. Und jetzt können wir wieder den 0,1-Loss genauso wie die logistischen Loss uns anschauen. Der 0,1-Loss ergibt wieder eine Stufenfunktion für die positive Klasse. Alles, was sich links des Diskriminationspunkts befindet, erhält einen Verlust oder einen Fehler von 1 und alles rechts davon, inklusive des Punktes, 0. Schauen wir also auf die logistische Loss-Funktion. Sie fällt logarithmisch für die Klasse 1, abhängig vom Funktionswert und nähert sich immer mehr dem Nullpunkt an, erreicht ihn aber nicht. Das bedeutet, hier ist es so, dass gerade beim Übergang zwar die Fehler noch recht groß sind, sie aber mit zunehmender positiver Richtung immer kleiner werden. So klein, dass sie überhaupt nicht mehr ins Gewicht fallen. Das Ganze dann auch analog für die Klasse 0, das ist jetzt hier nicht visualisiert, aber wiederum gespiegelt am Nullpunkt. Der Vorteil ist jetzt hier, dass Ausreißer überhaupt keinen Einfluss mehr haben können. Das einzig Entscheidende ist, wie durcheinander ist sozusagen die Entscheidungsebene. Und durch Optimierung der logistischen Loss-Funktion wird es möglich, eine möglichst gute Entscheidung zu treffen. Das heißt, eine Entscheidung, die möglichst nahe am Base-Optimum liegt. Genau, damit sind wir am Ende dieser visuellen und auch detaillierteren Erläuterung, was der Einfluss der Loss-Funktionen ist und wie sie dazu dienen und warum diese vielleicht doch etwas kompliziert anmutenden Varianten von Loss-Funktionen nützlich sind. Gibt es Fragen? Ja, da oben. Im Vergleich zur RSS-Funktion erstmal so nicht. Nicht in dieser Situation, die wir uns hier anschauen. Ne? So erstmal nicht. Aber man konstruiert definitiv noch weitere Loss-Funktionen und versucht noch weitere Probleme damit zu lösen. Insbesondere kommen wir gleich zu einem. Das ist aber ein Nachteil, den alle Loss-Funktionen gemeinsam haben, nämlich dass sie letztendlich nur nach dem bestmöglichen Parameter suchen, nach den bestmöglichen Parametern für die Modellfunktion, aber andere für das maschinelle Lernen doch wichtige Eigenschaften einer guten Modellfunktion, die auch generalisiert aus den Augen lassen. Und deswegen brauchen wir noch weitere, ich sag mal, Justierungen oder zusätzliche Funktionen, die uns dabei helfen, das Overfitting, das letztendlich dadurch entsteht, einzuhegen. Weitere Fragen? Okay.